ist aber geschnappt. Das ist Achso, du filmst. Prost. Daniel Credo auch wieder da. Ist eigentlich normal, dass hier die Cola teurer ist als das Bier? Ja. Die Cola knallt mehr. Alter, das sind doch echt Schrott-Akkus, die ich gekauft habe. Das sind ja schon wieder fast alle. Ich hatte einfach Glück, diesen Platz zu finden. Aber es ist notwendig, von hier zu verschwinden. In der Ecke stehen wir mit dem Gesicht zur Wand. Bitte glaube mir, dieser Ort ist abgebrannt. Und euch Augen zu. The next song is called Berufs von Schladendieb. Na, also mich haben schon... Kennt ihr übrigens das Phänomen, wenn man Cappies trägt, ganz lange, und dann setzt man das ab und dann denkt man die ganze Zeit immer, man hat ein Cappy. Und ich denke schon die ganze Zeit, dass ich irgendwie einen Gehirntumor habe, weil das ist die ganze Zeit so spannend hier. Berufs- und Schladendieb. Okay. Es begab sich vor 2 Jahren, dass böse Menschen bei uns in Herzberg den Friedhof randaliert haben. Und komischerweise hatten alle Leute mich unter Verdacht, dass ich das gewesen sein soll. Das geht ja gar nicht, ich bin ja vernünftig. Und kurz darauf habe ich den Song geschrieben. Den Song, das klingt immer so, so cool. Ich habe das Lied geschrieben. Sowieso bin ich schon lange nicht mehr gestorben. Und sowieso bin ich schon lange nicht mehr geboren. Meine Arme sind auch schon lange nicht mehr gewachsen. Und meine Haare hab ich mir schon lange nicht mehr geschoren. Der Hoffnung, da kannst du mal sagen, sie soll sich mal melden. Ich warte wie ein Bekloppter auf ein Signal. Und wenn das weiter so lange dauert, ziehe ich Konsequenzen. Und welche das sind, das ist jetzt noch völlig egal. Keiner für alle, genau. Und ja, es geht da darum, dass auch immer, eigentlich wir haben immer versucht, noch zu nett zu sein und ein guter Mensch zu sein. Manchmal jeder dann doch irgendwann nach seinen eigenen Dingen handelt, auch wenn das schade ist. Stehe ich hier wie die Axt im Wald und wollt doch eigentlich ein Baum sein. Und das mit mir jenseits von Kriegern und Piraten, dann muss das ein böser Traum sein. Denn auch ich gehe über Leichen
um Gras zwischen den Zehen zu spüren. Und solange keiner fragt, ist das heute mein Gesicht.